Viel Tradition, viel Handarbeit. Hier entsteht mehr als eine Schachtel, eine Bühne für Pralinen. Am Anfang jeder Pralinenschachtel steht Zeichnen und Fitzeln. Florian Herber macht das wie schon sein Ururgroßvater. Ein Adventskalender soll entstehen. Man muss sich sehr konzentrieren, weil jeder Schnitt, der vielleicht ein bisschen der zu viel war, da kann gleich die ganze Schachtel kaputt sein und dann muss man neu anfangen. Erst seit Januar ist der 30-Jährige der Chef der Pralinenschachtelfabrik Zeitler in Murnau, weil er Produkt und Kunden mag und aus Nostalgie. Ich bin die fünfte Generation und es hätte mir schon auch wehgetan, wenn das Ganze irgendwie ein Ende gefunden hätte, weil ich bin ja damit genauso aufgewachsen. Und jetzt müssen wir nur noch prüfen, ob die Türchen einigermaßen mit dem Einsatz übereinander stimmen. Und das schaut ganz gut aus. Wenn Weihnachten näher rückt, ist Hochsaison in der Pralinenschachtelfabrik. Für jeden Schachtelauftrag wird die Prägeform neu eingerichtet. Das wird der Deckel für eine goldene Pralinenschachtel. Oben los geht's. Willi Bertel arbeitet hier seit 20 Jahren als Verpackungsmechaniker und ist stolz darauf. Der Willi war jetzt erst vor zwei Wochen Kaffee trinken. Da schaue ich in die Auslage der neuen Dinge und da stehen die Schachteln drin und sagst, genau, die habe ich gemacht. Geprägt und gestanzt werden sie auf alten Maschinen, die Heidelberger Stanztiegel heißen. Sie waren schon da, als der Ex-Chef Alexander Herber noch ein Bub war. Der Mann rechts neben der Leiter ist dieser Ex-Chef. Seit er den Betrieb an seinen Sohn Florian übertragen hat, gibt er den Hausmeister und hält sich ansonsten zurück. Sein Urgroßvater hatte Zeitler Feinkartonagen 1898 gegründet, in der Oberpfalz. Der Neubau von 1949 in Murnau musste sich in die Landschaft einfügen, mit der in der Region üblichen Dachneigung und sogar Fensterläden. Die sind in den 60er Jahren weggekommen. Damals haben sie 60% Pralinenverpackungen hergestellt und 40% andere Schachteln, zum Beispiel für Hüte. Eine Zeitreise in der Abstellkammer. So, das sind jetzt verschiedene Schachteln, die in den 50er, 60er Jahre produziert worden ist. Hier zum Beispiel in Nierenform. Typisch 50er Jahre. Oder hier 60er Jahre. Schottenmuster. Ich war als Kind herum, hab das gesehen, wie die gemacht worden sind. Also an die kann ich mich schon erinnern. Und da waren 6, 8, 10 Frauen hier herin. Teilweise an die Heftmaschinen, teilweise an die Überzugsmaschinen, beziehungsweise halt an der Leimmaschine. Und dann sind die aufgeheftet worden, überzogen worden. Sind das schöne Erinnerungen? Ja, sind schon schöne Erinnerungen. Und das ist jetzt schon eine Faltschachtel aus den 50er, 60er Jahre. Mit Vorstehrand auch für Pralinen. Und wieder halt diese runden Schachteln. Hier sogar mit Deckelwölbung. Auch wieder 50er Jahre, ungefähr ein halbes Kilo Pralinen. Heißfolienprägung gab es damals noch nicht. Ein kupferfarbenes Logo für eine Murnauer Schokolaterie soll zum ersten Mal auf die goldene Sternenschachtel. Sieht gut aus. Thomas Schwarz muss jetzt jeden Karton einzeln einlegen. Mal wieder Handarbeit. Und damit geht's auch gleich weiter. Monika Wolf und ihre Tochter Veronika sind zwei von knapp 30 Heimarbeiterinnen. So, hey. So, da haben wir jetzt die neuen Goldner Schachteln. Die könnt ihr gerne machen. Wäre klasse, wenn man das bis morgen hinhauen würde. Schafft ihr das? Ja, versuchen's. Die beiden leben in Harbach, nur ein paar Kilometer von Zeitler in Murnau entfernt. Mama Monika im großen Haus, Tochter Froni im früheren Waschhaus. Monika Wolf arbeitet halbtags als Bürokauffrau und faltet nebenbei. In wo
Wohnzimmer arbeite ich, da bin ich bei der Familie und kann nebenbei auch noch Fernsehen schauen. Also ich bin nicht abgeschotten von dem Ganzen. Der erste Schritt ist jetzt, ich dir die Seiten einfalten sozusagen, immer so 3, 4, 5. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man es auf gar keinen Fall verknickt. Dann drehe ich den ganzen Stapel, wähle mir da den richtigen Kleber aus und mit dem kleben wir das Ganze jetzt. Monika Wolf hat mit dem Schachtelfalten angefangen, als ihre Kinder klein waren und sie flexible Arbeitszeiten gebraucht hat. Und dann ist sie dabei geblieben. Es ist halt jetzt ein schönes Geld auch nebenbei, wo man sich dann einmal was besonders gönnen kann. Wie zum Beispiel eine neue Brühen oder einfach Dinge, die wo man sonst sagt, nein, es muss nicht sein. Und so sagt man halt, ja, da hat man das Heimarbeitergeld noch, jetzt leiste ich mir das. Der Arbeitsplatz von Froni ist ganz anders. Sie hat im Keller einen extra Raum fürs Schachteln falten, weil sie hier alles stehen lassen kann. Die 26-Jährige ist Industriekauffrau und macht die Schachteln wie ihre Mama nebenbei. Andere entspannen oder machen Yoga, Meditation, Pilates. Und mir reicht das eigentlich, wenn ich mich darunter hocke einfach. Und Schachtelfall, kleb, sowas und einfach entspannen kann dabei. Mittlerweile hat Froni sogar ihren Freund Andreas mit dem Schachtelvirus infiziert. Der arbeitet eigentlich Vollzeit als Chemikant. Ja, also am Anfang war es sehr gewöhnungsbedürftig, weil dieses Gefriemel eigentlich nicht so für mich ist. Und ich habe dann der Froni immer wieder mal geholfen. Und irgendwann gewohnt man sich da dran und es hat dann richtig Spaß gemacht. Und ja, jetzt mache ich es eigentlich auch voll mit. Zwischen 50 und 500 Euro für 1000 fertige Kartons bekommen die Heimarbeiterinnen. Je nachdem, wie viele Handgriffe es für so eine Schachtel braucht. Bei der goldenen Weihnachtsschachtel sind es sehr viele. Da ist man wieder zufrieden und denkt sich, jetzt kann man wieder eine Position abgeben. Ist wieder erledigt. Kommt wieder was Neues. Ein paar hundert verschiedene Schachtelvariationen hat Zeitler Feinkartonagen im Standardsortiment. Made in Bavaria. Hat das noch Zukunft? Also ich sehe alles sehr zuversichtlich, da wir ja zum Glück die vielen alten Maschinen haben, die wir alle super schnell umrüsten können und dadurch einfach super flexibel auf unsere Kunden reagieren können. Das kann keine große Firma. Im Gegensatz dazu haben wir auch noch unseren großen Stanzautomaten. Da können wir so ungefähr 15.000 Stück in der Stunde durchlassen. Und das ist dann halt einfach für die Großaufträge. Und so sind wir gut aufgestellt für die Zukunft. Normalerweise liefert der Chef nicht selbst. Aber mit der Konditorenfamilie Krönner haben schon der Großvater und der Urgroßvater zusammengearbeitet. Auch hier in der Schokolaterie ist die neue, junge Generation am Werk. So, ich habe deine Schachteln dabei. Boah, die sind richtig schön. Das mit der Farbe, das war die richtige Entscheidung, das so in dem Rot zu machen. Das ist richtig, richtig toll. Die Schachtel ohne Inhalt kostet den Konditor übrigens 3 Euro. Samt Inhalt zahlt der Kunde 17,50 Euro. All die Handarbeit in den Manufakturen hat einfach ihren Preis.